Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Team Affinity Serie. Es geht jetzt gegen die Detroit Lions rund um Matthew Stafford. Wir haben eine 3-Sterne-Herausforderung. In dem Quarter, das jetzt vor uns liegt, dürfen wir nicht mehr als 75 Yards kassieren. Wir kriegen einen Bonus, wenn uns 2 Hitstick bzw. 2 Big Hit Tackles gelingen und wenn wir insgesamt nicht mehr als 3 vollständige Pässe erlauben. Hui, das ist eine ganze Menge Zeug. So, wir treten an hier zu Hause im AT&T Stadium. Es steht 0:0 zwischen den Lions und den Cowboys. Detroit hat den Ball an der eigenen 25-Yard-Linie. Im ersten Quarter sind wir also alles ganz, ganz frisch. Und wir versuchen... Da gehen wir erstmal in eine Cover 4. Erster und 10, Detroit. Zwei Yards Raumgewinn. Cowboys zeigen den Blitz. Tackle an der 34-Yard-Linie. 9 Yards Raumgewinn für Detroit. Ich bin ja schon froh, bis dato haben wir hier noch keinen Run gesehen der Lions. Kein Pass gesehen, denn davon dürfen wir ja nicht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben uns so auf den Pass fixiert. Und haben komplett aus... Wir haben auch jetzt 75 Jahre... Wenn die Lions noch ein Jahr mehr kassieren, dann... Wenn wir noch... Oh, ich bin fertig mit der Welt. Die machen mich absolut kaputt hier. Ich habe mich seelisch komplett auf den Passangriff von Stafford eingerichtet. Ja, was machen die? Was machen die Detroit Lions? Die laufen einfach nur. Eine echte Frechheit. Wir haben noch 1,50 zu spielen. Müssen noch 3 Hitstick-Tackles setzen und dürfen Detroit nicht ein einziges Yard mehr erlauben. Heißt, wir werden jetzt unsere Punt-Unit auf das Feld schicken müssen. Da ja nur noch 1,45 in dem besagten Quarter, um das es hier geht, zu spielen sind. So, ein ganz smarter Kick. In der Hoffnung, dass einer von den Detroit-Spielern den Ball aufnimmt. Aber den Gefallen tun sie uns nicht. 1:38 nur noch zu spielen. Wir brauchen 3 Hitstick-Tackle und dürfen selber kein einziges Yard mehr zulassen. Und jetzt wirft Stafford und jetzt sind es mehr als 75 Yards. Aber... Mann, Mann, Mann. Also wir haben ja momentan ein schlechtes Niveau. Das ist ja gräulich. Wir verteidigen mal in einer Temper 2. Wow, das ist ein Fumble. Denn das war ein Hitstick-Tackle. Das hat ja auch mal ordentlich geknallt. So hart, dass hier gleich gefumbelt wurde. Wir schicken unsere Field Goal Unit auf das Feld. Denn wir müssen ja auf jeden Fall noch einen zweiten Hitstick Tackle setzen. Und vielleicht gelingt uns das ja direkt hier beim Return. Kickoff der Cowboys. Hier ist es schon wieder mächtig windig im AT&T Stadium. Ball an der Goal-Line wird aufgenommen. Jetzt der Return. Ein normaler Tackle ist es geworden. Erster und 10 an der 25 für die Detroit Lions. Tja, wenn wir sie so nochmal erwischen können, dann wäre das hier ganz schnell beendet. Erster und 10 an der 25. Tackle von DeMarcus Lawrence.
2 Yards Raumgewinn. Bleiben in der Tempo, in der einer Cover 2. Lauf. Der ist immer noch auf den Beinen. Das gibt's ja gar nicht. 13 Yards Raumgewinn. Wir warten auf das nächste harte Tackling. Cowboys in einer Cover 4. Erster und 10 an der 38. Direkt gestoppt dieser Run hier von DeMarcus Lawrence. Bedeutet 2. und 9. Ball an der 39-Yard-Linie. Der nächste Run. Ich komme nicht in den Hitstick-Tackle rein. Das gibt's ja gar nicht. 3. und 1. Jetzt müssen wir gleich schon anfangen, unsere Timeouts zu nehmen, weil sonst das erste Quarter gleich um ist. Mörder-Hit. Aber kein harter Hit. So, wir nehmen ein Timeout. Gott sei Dank haben sich die Lions hier ein First Down erkämpft. Gehen wir in eine Cover 2. Und hoffen mal, dass die Lions ein bisschen werfen. Das tun sie reich. Stafford über die Mitte. Die erste Completion. Dallas mit der zweiten Auszeit. Aber das fing so gut an in dieser Challenge. Und jetzt sind wir nicht in der Lage hier, einen vernünftigen Tackle zu setzen. Das war ein Hitstick-Tackle. Und der hat so gerumst, dass er den Ball gleich freigeschlagen hat. Jalen Smith war's. So, da war der zweite Hitstick-Tackle. Wir haben 2 Pässe zugelassen, 2 vollständige. Aber jetzt ist nicht mehr viel Zeit zu spielen. Und jetzt können wir natürlich, wenn wir denn hier im Ballbesitz bleiben, die restlichen 21 Sekunden hoffentlich relativ smart über die Bühne bringen. Elliott mit einem Run. Kommt nicht wirklich nach vorne. Wichtig ist jetzt nur hier, die Uhr läuft weiter. Letztes Play. Boah, also Gott sei Dank müssen wir gegen Detroit nicht laufen. Meine Güte, wir haben hier echte Probleme. Aber das müsste gereicht haben. 1, 2, 3, Stern Nummer 4, Stern Nummer 5. Maximum Stars geholt. Also dann, es geht doch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.